Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, Neuigkeiten aus der Bastelecke. Und zwar habe ich hier ein Raspberry Pi 3 Modell A+. Was das hier auch im Einzelnen heißt, weiß ich gar nicht so genau. Ich werde das gute Schätzchen mal jetzt hier auspacken und mir erst einmal anschauen, was so Schönes drin ist. Oh, das ist aber klein. Ich meine, dass ein Raspberry Pi verdammt klein ist, das weiß ich ja. Aber, dass der so klein ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, Betriebsanweisung und das war's. So würde das aussehen. Raspberry Pi Modell 3. Ja, was haben wir denn hier? Ich denke mal, es wird ein Stromanschluss sein. USB, HDMI und sogar ein Audioausgang und noch ein USB. Also eigentlich alles, was ich brauche. Also hier würde ja prima so ein kleiner USB-Stick reinpassen. Weil irgendwo muss man ja auch ein paar Daten speichern. Ja, was mich jetzt auch noch interessieren würde, ob ich diesen Stecker, diesen Anschluss hier für meine Commodore-Tastatur verwenden kann. Ah, hier habe ich noch einen SD-Kartenslot sogar noch. Ja, das ist ja super. Dann habe ich hier alles, was ich brauche. Dann brauche ich ja auch nicht mit so einem USB-Hub arbeiten. Das ist ja richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Ja, das habe ich ganz günstig, ganz spontan bei eBay ersteigert. Neuwertig stand da. Keine 30 Euro. Da muss ich einfach zuschlagen. Ja, ich habe mir so überlegt. Ich habe hier noch so eine Tastatur. Ich weiß, die ist total vergilbt und total schmutzig. Und ich habe irgendwo mal gelesen und gesehen, dass man hier drüber die Tastatur anschließen kann, zumindest mit einem Adapter, und ich dann die Tastatur dann dementsprechend dann auch am Computer anschließen kann. So, für mich wäre noch interessant zu wissen, wie viel Ampere ich jetzt hier anschließen muss. So ein normales Handy-Aufladegerät wird wohl nicht reichen. Ja, hier eine Anleitung steht, was steht denn da geschrieben? Das wäre Deutsch und der Rest sind andere Sprachen, also viel mehr Anleitung hat man hier nicht. Beziehungsweise hier gibt es noch eine Internetseite, da kann man natürlich auch noch einiges nachlesen. So, 5 Volt ist klar, Gleichstrom, einen minimalen Nennstrom von 2,5 Ampere liefert. Okay, 2,5 plus. Gut, dann wollen wir schauen, was hat dieses hier? Hier hätte ich noch so eins von Samsung. Ich denke mal, solche Handy-Ladegeräte, die werden wohl nicht ausreichen. Es hat gerade mal 2 Ampere. 5 Volt, 2 Ampere, nee, das ist zu wenig. Also hier hätte ich noch ein Netzteil. Im Vergleich, also wesentlich größer. Und interessant ist natürlich jetzt nicht die Größe allein, sondern wie viel Ampere kann er ausputten. Wäre ganz klein geschrieben hier. Dann schauen wir mal, was kann das Netzteil denn? Das hat bei 5 Volt 3 Ampere. Ist jetzt auch nicht so viel. Beziehungsweise 5 Volt 2,4 Ampere. Also ich brauche auf jeden Fall USB-C. Diesen Anschluss. Dann habe ich immerhin 3 Ampere. Das wäre gerade so minimal, denke ich mal. Ja, ich muss noch mal schauen, ob ich nochmal ein etwas stärkeres Netzteil irgendwo ergattern kann. Aber für den ersten Start sollte das auf jeden Fall funktionieren. Ja, was brauche ich noch? Eine SD-Karte, ist klar. Da werde ich wohl irgendwie ein Ubuntu drauf überspielen. Oder beziehungsweise es gibt ja auch ein extra Betriebssystem, ein Linux-Betriebssystem von der Firma hier. Vielleicht werde ich das sogar für den ersten Test sogar mal nehmen. Ja, und dann kann ich es ja direkt jetzt hier am HDMI-Port anschließen. Und noch einen Audioausgang. Also ich finde das Teil richtig klasse. Was ich genau damit vorhabe, weiß ich noch nicht so genau. Ja, wie gesagt, eine Option wäre natürlich, die Commodore-Tastatur dort anzuschließen oder eine Pi 1541 daraus zu machen, also so eine Art Floppy. Ja, da gibt es schon mehrere Möglichkeiten. Mal schauen, wo die Reise so hingeht. Ja, das Gerät ist zwar nicht mehr up-to-date, ich glaube, mittlerweile gibt es sogar schon Version 5. Aber was mir in der Version 5 so ein bisschen stört, der braucht eigentlich einen Kühler, sogar einen Ventilator, sagt man.
Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Ich möchte so ein ganz einfaches, flaches Einplatinenboard haben, ohne irgendwelchen Schnickschnack dran. Und auch wenn er jetzt ein bisschen langsamer ist, ich denke mal, für meine Zwecke sollte da auf jeden Fall reichen. Und natürlich auch für meinen ersten Test. So, der Werkzeugvorschlag ist hier von 2019. Ich würde sagen, schickes Teil auf jeden Fall. Das hat was. Dann werde ich mal für meinen Raspberry Pi das Betriebssystem herunterladen. Und dann gebe ich mal ein. Das müsste die offizielle Homepage sein. Die starte ich mal sofort. Auf Übersetzen. Ja, komm, übersetzen wir sofort aufs Deutsche. So, was brauchen wir? Wir brauchen Software. Oh, ich sehe gerade auf der Homepage gibt es noch den Raspberry Pi, wird noch angepriesen. Ich meine, mittlerweile gibt es Version 5. Okay, das kann ich jetzt hier erstmal nicht erkennen. Schauen wir mal kurz unter Hardware, würde mich jetzt doch interessieren. Ah doch, hier wäre der Raspberry 5. Das wäre jetzt hier das aktuellste Gerät, der Raspberry Pi 5. Dementsprechend noch ein bisschen schneller und noch ein paar zusätzliche Funktionen. Ja, hat wohl den Nachteil, dass der dann wohl auch einen Lüfter braucht. Und der 3 wohl in den meisten Fällen nicht. Ja, dann schauen wir mal hier unter Downloads oder unter Software, genau. Was haben wir hier? Download for Ubuntu X. Ah, okay, hier kann man sich praktisch die Software zum Image installieren herunterladen. Was haben wir hier noch? Aha, Debian mit Raspberry Pi. Betriebssystem für PC und Mac. Gut, ich mache mal Download Ubuntu, weil habe ich ja nun mal halt Ubuntu. Der Imager wird jetzt heruntergeladen. Das ging ja jetzt ruckzuck. Ja, in meinem Fall ist er jetzt schon installiert. Einfach auf Installieren klicken und dann ist das Programm installiert. Da habe ich vorhin schon ein wenig vorgearbeitet. Und dann findet man den halt eben hier dementsprechend unter Imager. Genau, jetzt wollen wir mal gucken. OS wählen. Aha, ich denke mal, der erste Eintrag wird wohl das Standardbetriebssystem Raspberry Pi OS in der Version 12.05, also von Dezember, vom 5. Dezember 23. Jetzt das aktuellste. Was wird hier noch so angeboten? Ein Lite. Okay. Dann ein Full. Hier unter Other wären dann auch noch welche. Ah, und hier hätten wir auch ein normales Ubuntu. Man kann sogar jetzt hier die aktuellste Version von Ubuntu installieren. Das finde ich gut. Dass es auch sofort direkt mit angeboten wird. Ohne Umwege. Hier Fast and Easy. Für den ARM-Prozessor. Hätten wir auch noch was. Ach, Zero. Ich glaube, es gibt noch einen Raspberry Pi Zero. Vielleicht wäre das Betriebssystem dann besser geeignet. Ja, Möglichkeiten. Dass man zum Beispiel, ach da, Kodi. Kodi ist ja ganz bekannt eigentlich für einen Multimedia-Server. Kann man sofort direkt dann passend halt eben das Betriebssystem installieren. Gut, ich nehme aber dann doch lieber das altbekannte, gut bewährte Raspberry Pi OS, was mir als erstes angeboten wird. Da muss ich mal eben ganz kurz schauen, dass ich noch eine SD-Karte hier irgendwo herbekomme. Hier zum Beispiel, die werde ich nehmen. Da kann man sehen. Nee, doch, ist eine HC. Ich nehme jetzt einfach mal fertig. Ist wie gesagt erstmal nur zum Test. Ja, meine SD-Karte ist drin. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Hier steht schon 8 GB. Ich sage einfach mal SD-Karte wählen. Ja, habe ich nur die. Und sage dann einfach schreiben. Sind Sie sicher? Sind Sie sicher, dass Sie sicher sind? Sind Sie noch mehr sicher? Jawohl, ich bin sicher. Überschreib einfach. Ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Aber da die jetzt jahrelang im Schrank rumflog, wird da schon nicht so was Besonderes drauf gewesen sein. Und wenn doch, dann habe ich wohl Pech gehabt. Ja, das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn alles soweit erledigt ist.
und damit wäre die Vorbereitung auch abgeschlossen. Das Betriebssystem ist jetzt auf der SD-Karte draufgespielt. Ja, ich würde sagen, ich klicke jetzt hier einfach mal auf Weiter. Und das müsste es gewesen sein. Ja, ich beende das jetzt. Ich schaue noch eben einmal im Dateibrowser nach. Und hier hätten wir das Betriebssystem. Ja, das müsste jetzt das Betriebssystem sein. Ist eine etwas, ja, merkwürdige Struktur. Gut, ich werde das jetzt nicht weiter begutachten, die einzelnen Dateien, sondern stecke die Karte raus. Und dann geht es ab zum Raspberry. So, ich habe mal alles hier so aufgebreitet, was man alles braucht. Natürlich einmal den Raspberry Pi als solches. Und hier wäre die SD-Karte mit dem Betriebssystem drauf. Die würde ich sagen, packe ich mal sofort hinein. Ich denke mal so rum, alles andere würde keinen Sinn ergeben. Gut, ist keine Feder drin, die einfach vorsichtig bis zum Anschlag, denke ich mal. Dann müsste das passen. Ja, was brauchen wir noch? Tastatur bzw. Maus. Ich denke mal für den Anfang, vielleicht reicht auch eine Tastatur, eine Maus. Mir geht es einfach nur darum, ob das jetzt überhaupt funktioniert. Ja, ob der hochfährt und so weiter. Dann brauchen wir natürlich einmal Strom. Strom gibt es hier drüber. Da habe ich natürlich nur das Problem. Das Problem ist jetzt bei mir jetzt, ich habe kein Kabel von USB-C auf, was ist das, USB-B meine ich, ne? Also auf diesen etwas älteren Stecker. Deswegen mache ich das jetzt so, dass ich jetzt hier reingehe. Der Nachteil daran ist, bei dem Netzteil, jetzt habe ich nur 2 Ampere, das steht hier irgendwo drauf. Ich muss schon da meinen, hier habe ich 2 Ampere und habe ich 2,5. Und Minimum wären ja eigentlich 2,5. Laut Bedienungsanleitung. Ich probiere es trotzdem mal aus. So, Stromstecker ist drin. Was brauchen wir noch? Natürlich Bild. Und wie bekommt man heutzutage Bild? Am gängigsten ist, denke ich mal, der HDMI-Anschluss. Einfach hier rein. Einen Anschalter gibt es ja nicht. Habe ich mir sagen lassen. Sobald ich den jetzt hiermit verbinde. Ah ja. Hier sieht man es vielleicht. Die LED blinkt. Er fährt hoch. Und hier sollte sich auch etwas tun. An meinem Bildschirm. Oh, da geht was los. Auch mit der älteren SD-Karte läuft es bis jetzt erstmal zügig hoch. 64 Bit. Powered by Raspberry Pi OS. Wie gesagt, das ist mein erster Start, mein erster Versuch, diesen Minicomputer jetzt hier zum Laufen zu bringen. Aber das ging ja wirklich ruckzuck, das ist ja voll easy, sag ich mal. Das Betriebssystem ist auch ruckzuck installiert. Es hat vielleicht, weiß ich, einfach mal eine Zahl, 8 Minuten gedauert. Ich soll dabei sagen, ich war nicht die ganze Zeit dabei, deswegen kann ich das nicht so ganz genau sagen. So, ein Welcome habe ich schon. Meine Maus funktioniert ohne out of the box, ohne etwas zu tun. Ich mache einfach auf Next Country, da sind wir natürlich in Germany. Good old Germany. Wo bist du? Germany. German Berlin. Use English? Nein. Du sollst nach Möglichkeit schon Deutsch benutzen. Jetzt habe ich natürlich keine Tastatur. Ich brauche auf jeden Fall noch einen USB-Hub. Ja, da muss ich mir etwas einfallen lassen. Eine Tastatur sollte ja schon da dran. Gut, das dauert jetzt hier ein bisschen länger. Ich denke mal, hier werde ich einen Schnitt einbauen. Das wäre sonst auch noch ein bisschen zu öde. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Prozess höchstwahrscheinlich nur beim ersten Mal so lange dauert. Jetzt wird alles eingerichtet. Passend zum Raspberry Pi, denke ich mal. Passend zur Sprache. Und wie man sieht, ist auch hier gut am Arbeiten. Und schwupps. Ah, okay, vielleicht lasse ich es doch ungeschnitten. Und jetzt könnte ich jetzt hier meinen Benutzernamen eingeben. Jetzt habe ich natürlich nur das Problem, ich habe keine Tastatur angeschlossen. Ich mache trotzdem einfach mal auf Next. Ja, wie kriege ich jetzt hier einen Namen rein? Gut, das scheint so nicht zu funktionieren. Ich habe aber auch keine Möglichkeit, jetzt in die virtuelle Tastatur einzuswitchen. Add Device. Okay, bei Bluetooth könnte ich jetzt vielleicht auch eine Tastatur damit verknüpfen. Gut, ich halte fest. Ich mache nochmal Neustart. In dem Fall dann mit Tastatur und melde mich dann gleich nochmal wieder. Ja, und damit wäre jetzt auch eine Tastatur angeschlossen. Jetzt versuche ich es mal ohne Maus. So, ich gebe ein Tuxer. Sieht schon mal gut aus. Passwort. Mal irgend so ein Fantasiepasswort. Ich mache jetzt in dem Fall einfach mal Next.
Gut, jetzt kann ich sofort WLAN aussuchen. So, ich logge mich jetzt hier ein. Ja, dann werde ich gefragt, welchen Browser ich nehmen möchte. Er schlägt mir Chromium vor. Dann sage ich natürlich auf jeden Fall. Nehmen wir den Chromium. Dann gehe ich auf Next. Also es geht auch wunderbar ohne Maus bis jetzt. Also mit Tab-Taste, Space und den Pfeiltasten kann man sich hier gut durchnavigieren. Und wie gesagt, auch out of the box wurde auch WLAN sofort erkannt. Das finde ich natürlich auch sehr gut, dass man wirklich sich um nichts kümmern muss. Einfach anschließen und das Ding läuft. Das finde ich natürlich sehr benutzerfreundlich. Checking for Updates, ja gut, das sind natürlich solche Prozesse beim Erststart. Das dauert dann immer ein bisschen länger. Und man sieht auch hier schön, wie der Computer jetzt hier arbeitet. Ja, so viel Zeit geben wir ihm. Interessant ist es ja nach der Installation, wie lange dauert dann ein Systemstart. Das würde mich dann nochmal interessieren. Deswegen gehe ich davon mal aus, dass ich jetzt hier einen Schnitt einbauen werde. So, nachdem 20 Minuten lang gar nichts mehr passiert ist und er beim Download hängen geblieben ist, habe ich einfach mal einen radikalen Kaltstart gemacht. Ich weiß nicht, ob die 8 GB SD-Karte nicht doch ein wenig zu klein sind. Das kann natürlich sein, dass das dann nicht so ganz passt. Werde mich vielleicht vorher ein bisschen schlau machen sollen. Ich versuche das gleich jetzt nochmal. Oh, es tut sich was. Der Raspberry Pi ist hochgeladen, beziehungsweise das Betriebssystem. Nachdem er jetzt bei den Updates hängen geblieben ist, habe ich einfach mal radikal einen Neustart gemacht. Und ja, er lädt trotzdem auf jeden Fall hoch. Ich vermute mal, das liegt an der SD-Karte. Die ist A, nicht allzu schnell und die hat nur 8 GB Platz. Ich kann ja mal versuchen, dort hineinzuschauen, sofern das mit der Tastatur möglich ist. So, genau. Dann schauen wir mal hinein, was wir so Schönes haben. Wir haben Entwicklungstools. Wir haben Chromium und Firefox, obwohl ich eigentlich ja nur Chromium angewählt habe. Okay, ist dann so. VLC, sehr gut. OEM-Bildbetrachter, auch gut. Archive zum Entpacken von Dateien, gut. Calculator. Dann Terminal, LX Terminal, auch sehr gut. Help, Einstellung, Add Remove Software. Oh, so haben wir ein eigenes Software Center. Finde ich auch gut. Das sieht alles schon mal sehr gut aus. Und Screen Configuration. Ja, dann würde ich sagen, ich starte erstmal ein Terminal-Fenster. Beziehungsweise Task Manager. Schauen wir uns den nochmal an. Mal gucken, wie viel Speicher er so verbraucht. Oh, 172 MB nur. Das ist aber verdammt wenig. Ganz geringe CPU-Auslastung, also sonneleichte Distribution, da habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Das ist doch schon gar nicht mal so schlecht. Ah, und hier haben wir sofort eine Warnung. Low Volt Warning. Ja, da brauche ich auf jeden Fall ein anderes Netzteil. Beziehungsweise das Netzteil ist ja in Ordnung. Ich brauche nur einen anderen Adapter. Ah, hier erstmal gucken wir mal, wie viel Speicher wir überhaupt auf der Festplatte noch haben. Zeigt er mir das an. Obwohl freier Festplattenspeicher ist 1,8 GB. Also die SD-Karte könnte wohl dann scheinbar doch reichen mit 8 GB. Das ist schon mal sehr gut. Ich öffne mal ganz kurz ein Terminalfenster. Dann gehen wir mal ein. Kann man es ein bisschen größer machen? Also ein bisschen geht, ne? U-Name minus A. Oh, wir haben einen recht aktuellen Kernel, 6.1. Auf Debian basiert. Sehr gut. Da und da steht es, wir haben ein Debian-System, Bookworm Nummer 12, also auch sehr aktuell. Das ist doch schon mal sehr gut. So, das soll es auch für den ersten Einblick gewesen sein, weil er meckert hier eine ganze Zeit hier mit, ich gucke nochmal nach, ob ich irgendwie noch ein anderes Kabel finde, damit ich die 2,5 Ampere auf jeden Fall sicherstellen kann. Ich fahre den Rechner jetzt hier wieder runter. Sudo Shutdown. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Oder glaube Now. Ja, okay. Dann halt eben so. Jetzt fahren wir ordnungsgemäß den Raspberry Pi noch einmal kurz runter. Ich schaue nach,
als allererstes, ob ich ein neues Netzteil noch irgendwo herbekomme mit 2,5 Ampere Minimum und vielleicht noch eine andere Speicherkarte, die vor allen Dingen in erster Linie schneller ist. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!